Es ist mit Sicherheit einer der schlimmsten Skandale, die den Volkswagen-Konzern derzeit erschüttern. Und es ist auch einer der teuersten. Könnte bis zu 18 Milliarden Dollar teuer werden. Volkswagen hat mittlerweile zugegeben, dass man Abgastests mit Dieselfahrzeugen in den USA manipuliert hat. Die Reaktion der Anleger eindeutig. Fast 20% rauscht die Volkswagen-Aktie heute Morgen in den Keller. Wir versuchen das so ein bisschen aufzulösen, was da letztendlich auf Volkswagen zukommen kann, was die Befürchtung der Anleger ist. Zum einen natürlich die Höhe der Strafe. 18 Milliarden, das ist eine Hausnummer. Das könnte Volkswagen sicherlich auch irgendwo in die Knie zwingen. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und es ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da könnten ja noch Schadenersatzklagen dazukommen in nicht abzuschätzender Höhe. Warum? Weil Kunden in den USA sich teure Fahrzeuge gekauft haben und es sehen, die sind ja eigentlich nichts mehr wert. Das passt ja überhaupt nicht mit diesen Abgaswerten und dieses Geld wollen sich dann von Volkswagen zurückholen. Da gibt es wohl schon die ersten Ansätze von Sammelklagen und wir wissen alle, in den USA, das ist ein Land, da muss man unter Umständen schon Millionen Dollar Schadenersatz und Schmerzensgeld bezahlen, nur weil man einen Kaffee verkauft hat, der vielleicht zu heiß geworden ist. Auf der anderen Seite kommt da mit Sicherheit eine riesen Rückrufaktion auf Volkswagen zu. Auch das ist noch nicht abzuschätzen, wie viele Fahrzeuge, was überhaupt gemacht werden kann oder gemacht werden muss, um diese Fahrzeuge dann wieder flott zu bekommen, dass sie die Umweltauflagen, die strengen Umweltauflagen der Amerikaner dann auch erfüllen. Ja, und letztendlich auch die gesamte Branche ist hier einem Imageschaden ausgesetzt. Das kann man wirklich nur als PR-Desaster bezeichnen. Clean Diesel, mit diesem Schlagwort versuchen alle deutsche Autobauer, diese in Amerika, in den USA relativ ungeliebte Dieseltechnik an den Markt und an den Mann zu bringen. Und jetzt passiert das. Da ist überhaupt nichts clean, beziehungsweise man hat uns da angeschwindelt. Also wie gesagt, ein echtes PR-Desaster. Und letztendlich, ob am Ende des Tages Winterkorn als CEO von Volkswagen dann zu halten sein wird, das ist auch eine Frage, fast schon reflexartig, wenn hier die ersten Rufe laut, ja, der muss doch was gewusst haben. Er hat zumindest sehr schnell reagiert, hat ohne Wenn und Aber eingestanden, ja, wir haben hier manipuliert und wir werden mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um diesen Fall zu lösen. Das machen wir nicht intern, das machen wir extern, um da, um im Bild zu bleiben, ganz sauber zu bleiben. Image-technisch wird das kaum helfen, was es vielleicht helfen wird, diese Strafe von 18 Milliarden zu reduzieren und das vielleicht sogar deutlich zu reduzieren. Experten sagen dann, ja, das könnte zwischen 1 Milliarde und 2 Milliarden sein. Auch eine große Hausnummer.